Wenn das nicht mal an seinem Ego kratzt, Ronaldo verballert den Sieg gegen Österreich und am Ende ist es 0:0. Auch sonst lief es nicht gut für ihn, versucht er alles, doch entweder ging das Ding daneben oder wenn der Ball drin war, war es abseits. Und damit hallo zu den EM-News und ihr könnt euch denken, auch im Netz war man nicht sonderlich begeistert oder vielmehr sehr begeistert von Ronaldos Leistung. Katastrophen glaubt nämlich, dass Ronaldo bei der Kälte in Paris einfach keine Lust hatte, sein Trikot ausziehen zu müssen. Auch die Ösis feiern mit einem lauten Gemmer den Fehlschuss an die Stange. Und Paul Dresen fragt sich, ob jetzt eine Stange oder doch wieder ein Pfostenkanzler in Österreich wird. Doch eine tolle Aktion gab es doch noch. Als das Spiel schon vorbei war, rannte ein Flitzer aufs Feld und Ronaldo nahm sich trotz Widerstands der Ordner ganz schön viel Zeit für ein Selfie. Schöne Szene, trotzdem hat es Ronaldo nicht leicht. Schon Island-Fan und Game of Thrones-Star Hafthor Julius Björnsson, auch genannt The Mountain, verspeist Ronaldo offensichtlich zum Frühstück. Und jetzt sollten auch die Ungarn dran glauben. Die Isländer mit viel Spucke, Hertha-Legende Kiray mit geilen Moves, aber auch einem dicken Patzer. Für das Foul von Kada hier gab es Elfmeter. Sigurdsson schießt Island in Führung. Doch ein Eigentorsson kurz vor dem Ende bringt Kiray und seinen Ungarn doch noch den Ausgleich. Damit bleiben die Ungarn Tabellenführer. Die Favoriten Portugal und Österreich müssen fürs Weiterkommen noch einiges tun. Zumindest in unserer EM-Hitparade haben wir Ronaldo aber auf Platz 1 gelassen. Vorher auf Platz 3 aber noch die kanadischen Fußballmoderatoren feiern in ihrer Sendung Kulttorwart Kiray, wie es sich gehört, in grauer Joggingbuchse. Auf Platz 2 haben wir Karim Benzema. Statt feiner Fußballkost gibt's für den Franzosen Fastfood-Fraß auf den Malediven. Und dazu ein Treffen mit Keanu Reeves. Da weiß man gar nicht, wer den besseren Assi-Look hat. Und endlich mal ganz vorne dabei, Ronaldo hier links mit ganz viel Gefühl im Training. Doch spulen wir mal zurück, da war doch was genau. Kollege Quaresma zielt ebenfalls aufs Tor, allerdings nicht ganz so geil. Kommen wir zum eigentlichen Superstar dieser EM, nämlich Will Grigg. Der Typ ist wahrlich on fire und so sieht der Junge übrigens aus. Und er wurde Torschützenkönig in der dritten englischen Liga. Er genießt Kultstatus bei den Fans und dazu zeigen wir euch mehr bei Fantastique. Fantastique. Oh la la, wie schön ist diese Französin. Irische Fans singen dieser Dame ein Liebesständchen. Und am Ende gibt es sogar einen Kuss dafür. Und zwar auf... Nee, die Wange. Schade. Immer wieder ein Genuss, ein englischer Anhänger packt die Blut- bzw. Matschgrätsche aus. Und feiert sich dafür selbst. Und mein Highlight, dieser Notruf eines nordirischen Fans. What town are you in? Belfast. And what's the street name? It's 9 Windsor Avenue. And what's on fire? Will Grigg. Will Grigg's on fire? Yeah! Will Grigg's on fire! You're the best is terrified! Will Grigg's on fire! Ja, gute Laune bei den Nordiren. Weiter geht's mit Gruppe E und den Iren. Die sind nicht ganz so gut drauf, denn die Belgier sind zurück und zwar mit 4 Volltreffern. Erst trifft Meunier noch den Pfosten, doch dann fallen auch Tore. De Bruyne mit schöner Vorarbeit, Lukaku macht ihn rein. Zuletzt haben wir über seine Frisur herumgewitzelt, jetzt trifft Witzel zum 2:0. Und dann gibt's noch den Doppelpack für Lukaku. Für Belgien riecht es jetzt schon nach Achtelfinale, Italien ist durch, Irland und Schweden müssen jetzt dringend punkten. So, jetzt aber zur deutschen Nationalmannschaft und da gibt es gerade eine Riesendebatte wegen fehlender Führungsspieler. Unser Ex-Capitano Michael Ballack höchstpersönlich hatte angeprangert, dass die Führungsspieler fehlen, doch darüber kann Trainer Jogi Löw nur lachen. Überrascht bin ich über gar nichts mehr, weil die Dinge wiederholen sich so sehr. Das, sagen wir mal, mich an mir, das geht an mir wirklich vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dazu unbedingt was sagen muss. Wenn du das willst, mache ich das schon, aber... Unser Jogi reagierte also ganz cool und am Ende sagt er seinen Kritikern wie Ballack dann doch noch die Meinung. Wäre ich ein Außenstehender, ich würde ganz ruhig sein, was das betrifft. Und was sonst so gestern bei unserem deutschen Team los war, verrät uns unser immer gut gelaunter Nationalmannschaftsreporter Tim Detering. Moin aus Evian, die Mannschaft hatte gestern frei und da hatten die Spieler mal ein bisschen Zeit, Sportarten auszuüben, für die sonst nicht so viel Zeit ist. Schweini und Müller auf dem Golfplatz, sehr schöne Bilder. Kimmich, Neuer, Tah und Leno waren auf dem Tennisplatz, schönes Doppel. Und Götze, Hector und Khedira sind eine Runde Mountainbike gefahren.
Heute wird's wieder ernst. Training übermorgen dann gegen Nordirland. Unser Finale um den Einzug ins Achtelfinale. Hoffentlich wird das was. Denn sonst ist das mit den Schalten zu uns hier bald vorbei. Fragt sich, ob das so schlimm wäre, doch die deutsche Mannschaft würden wir schon gern noch ein bisschen sehen. Kleiner Scherz, Dete, aber im Ernst, die Nordiren zittern noch nicht so wirklich vor uns. I don't fear any man, you know. I've always been brought up. The only person I fear is God. I'm quite religious, so I don't fear any man. Das war Josh McGuinness und das hier sind die morgigen Spiele. Im Topspiel kämpfen die Schweiz und Frankreich um Platz 1. Zeitgleich geht's im Balkan-Derby zwischen Rumänien und Albanien hoch her. Und vor dem Frankreich-Spiel hat sich Superstar Pogba mal wieder eine wilde Frisur auf den Kopf zaubern lassen. Wie es sich gehört, in Bleu, Blanc, Rouge. Das ist aber kein Grund für den Ex-Gladbacher Xhaka den Kopf in den Sand zu stecken. Frankreich, der Favorit in dieser Gruppe ist, der Favorit auch an diesem Turnier ist. Und wenn man so einen großen vielleicht ein bisschen ärgern kann, kann da schon was beeinflussen. Wir sind gespannt. Das war's von den EM-News. Weiter geht's morgen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an morgen denke, dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.